Fortuna Düsseldorf empfängt den Hamburger Sportverein. Im Hinspiel war der HSV deutlich überlegen und schlug doch arg schwache Düsseldorf. Aber mittlerweile ist die Fortuna überragend in dieser Saison. Der HSV aber trotzdem hier als Tabellenführer und als Herbstmeister zu Gast. Erste Angriffssituation gehörte auch den Rothosen, heute in Blau spielend, gegen die rot gekleideten Düsseldorfer, aber im Endeffekt ist Kastenmeier da und schmeißt sich auf den Ball. Düsseldorf lässt sich hier etwas zu leicht auskontern nach einem Angriffsvorstoß der HSV in die Gegenrichtung unterwegs. Das ist ein genialer Pass für David Kinzombi und der macht in der 15. Minute das 1:0 für die Gäste. Vollkommen verdient, wunderbarer Ball. Kinzombi, der vor Kastenmeier dann keine Probleme hat, den Keeper überwindet. Fortuna Düsseldorf aber dadurch etwas wach geküsst und auch mit den ersten guten Chancen. Peterson vertritt den angeschlagenen Appelkamp in der Startaufstellung. Edgar Pripp zieht in den Strafraum ein. Fehlt ein bisschen die Unterstützung. Der Ball geht dann links raus nochmal. Peterson und der zieht mal ab. 23 Minuten hier von der Uhr. Nicht so schlecht, dieser Versuch. Ambrosius und Leistner können nur hinterher schauen. Am Ende fehlt aber dennoch wohl ein knapper Meter. Kurz vor dem Pausenpfiff noch einmal der HSV. Mittlerweile etwas gezügelter die Angriffe geworden. Nicht mehr ganz so viel wie in der Anfangsphase. Düsseldorf aber auch deutlich besser jetzt im Spiel drin. Jetzt noch einmal eben die Gäste. Mit Sonny Kittel über links, mit Tim Leibold im Zusammenspiel. In der Mitte dann viel Platz für Haier. Super Pass zu Duziak. Glanzparade von Kastenmeier. Duziak, viel zu viel Platz da. Düsseldorf wies schon gegen Fürth beim 3:3 am Freitagabend einige Schwächen in der Defensive auf. Das hier jetzt klasse von Kastenmeier. Und im zweiten Durchgang der bessere Start für Düsseldorf. Hennings in der 54. Minute mit dem 1:1 bekommt hier zu viel Platz nach Ball von Karaman in die Spitze. Und dass Hennings dann einen wuchtigen Schuss zu bieten hat, auch mit rechts, das sehen wir hier. Nichts und gar nichts zu halten für Ulreich. Ausgeglichenes Spiel, das 1:1 ging so in Ordnung. Der HSV jetzt aber wieder etwas aktiver und direkt mit dem 2:1. 69. Minute, Simon Terodde erzielt die zweite Führung. Der HSV, der zuletzt beim 4:2 in Braunschweig auch erstmal in der Defensive arg schwach agierte. Aktuell lief es besser. Düsseldorf hatte nicht so viel nach vorne zu gestalten. Der Hamburger SV hatte aber auch keine Fehler mehr in der Defensive, wie es noch gegen Braunschweig ebenfalls der Fall war. Knappe Viertelstunde noch zu spielen. Es ging hin und her, es war wirklich das Topspiel, das man erwarten konnte. Haier zu David Kinzombi. Kastenmeier aber vertagt die Entscheidung mit der nächsten guten Torwartparade, wehrt ihn zum Eckstoß ab. Aus dem resultierte da nichts. Das Spiel bewegte sich auf der Zielgeraden. Düsseldorf fiel im Endeffekt nicht mehr ganz so viel ein. Der HSV hielt das Spiel vom eigenen Tor fern. Duziak noch einmal zu Terodde und in der 90. Minute die Entscheidung 3:1. Die Gäste holen sich die 3 Punkte. Die Freude kannte keine Grenzen mehr, denn dieser Sieg enorm wichtig gegen extrem formstarke Düsseldorfer. Dementsprechend auch ein Ausrufezeichen in Richtung der gesamten Konkurrenz, die aktuell dem HSV hinterherläuft, dass es heute und in dieser Saison nur über den HSV gehen kann, wenn man über den Aufstieg spricht. Es ist noch ein langer Weg, aber das auf jeden Fall als Auftakt
in die Rückrunde. Ein extrem wichtiger Erfolg für den Hamburger Sportverein und Daniel Thun, der hier seine Mannschaft richtig eingestellt hat. Hingegen die Düsseldorfer etwas enttäuscht, wenngleich die Mannschaft von Uwe Rösler auch kein schlechtes Spiel gemacht hat. Aber der HSV war eben besser. Jo, das soll's dann mit dieser Prognose gewesen sein. Tippt doch gerne mit in den Kommentaren, wer glaubt, ihr gewinnt oder geht's unentschieden aus. Haut rein!